Yo soy Pablo Emilio Escobar Gaviria. Mis ojos están en todos lados, o sea, ustedes no pueden hacer una puta sola mierda en el departamento de Antioquia sin que yo me entere. Sí, señores, no pueden mover un dedo. Un día yo voy a ser presidente de la República de Colombia. Ein Drogenhändler als Präsidentschaftskandidat. Das klingt verrückt, was? Aber nicht in Kolumbien. Nicht Mitte der 80er Jahre. Für kolumbianische Verhältnisse war Pablo kein Drogendealer, sondern ein echter Sieger. Er war der personifizierte Inbegriff des kolumbianischen Traums. Der Mann, der Häuser für die Armen baute, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. So wie Pablo die Sache sah, stand er vor den Toren des politischen Erfolgs. Um keinen Verdacht zu erregen und lästige Fragen über sein Vermögen zu vermeiden, kandidierte Pablo als Ersatzmann für Jero Ortega, einen ehemaligen Kongressabgeordneten aus Antioquia. Pablo führte die meisten Wahlveranstaltungen in den ärmsten Gegenden seines Wahlbezirks. Im Kampf gegen die ewigen Oligarchen stellte er sich an die Seite der Armen und Schwachen. Esta fotografía claramente contradice su declaración. Por esto mismo exijo su renuncia. Mit seinem Widerstand gegen die Narcos wurde Rodrigo Lara zum wichtigsten Politiker Kolumbiens. Los hombres de siempre se equivocan si creen que pueden derrotar a Pablo Emilio Escobar Gaviria.